Hallo! In diesem Video möchten wir Ihnen die Parametrierung des EasyDrive-Frequenzumrichters mit optional erhältlicher Folientastatur über einen PC vorführen. In unserem Beispiel setzen wir einen einphasigen AFU ein, der auf einem 0,75 kW Schneckengetriebemotor montiert ist. Es ist das Ziel, dass der Antrieb über die integrierte Folientastatur gestartet werden kann und in beide Richtungen anzusteuern ist. Mit dem internen Potentiometer soll der AFU-Motor stufenlos auf die gewünschte Frequenz von 75 Hz geregelt werden können. Wir beginnen mit dem Netzanschluss des Frequenzumrichters. Da es sich um einen einphasigen Umrichter handelt, wird ein einfaches Netzkabel mit Schuko-Stecker benötigt. Dieses Kabel ist bereits an den Anschlussklemmen angeschlossen. Zusätzlich wird zur Hardware-Freigabe eine Brücke zwischen den Steuerkontakten ENHW und 24 Volt geklemmt. Ohne diese Hardware-Freigabe lässt sich das Gerät nicht starten. Anschließend wird mit Hilfe der Parametrierleitung der AFU mit dem PC verbunden. Nun gehen wir zu der Produktseite auf der JS-Technik-Website und laden dort die notwendige AFU-Software herunter. Die ZIP-Datei wird geöffnet, das Programm installiert und danach gestartet. Nachdem die Netzspannung am AFU eingeschaltet wurde, betätigen wir auf der Programmstartseite das Feld Verbinden und bestätigen mit OK. Anschließend ist der Startbildschirm zu sehen. Als nächstes muss der Frequenzumrichter auf den Motor eingestellt werden. Wir gehen auf den Menüpunkt Parameter und wählen Motordaten aus. Hier werden 6 Angaben vom Motortypenschild benötigt. Als erstes geben wir den Motorstrom an. Dieser beträgt bei uns 3 Ampere. Danach die Motorleistung in Watt. Also sind bei 0,75 kW 750 Watt einzutragen. Dann die Motordrehzahl. Diese beträgt 1420 Umdrehungen. Als nächstes die Motorfrequenz. Diese beträgt 50 Hz. Unter Motorspannung wird 230 Volt eingegeben, da der AFU einphasig ist. Und zum Schluss wird beim Wirkleistungsfaktor Cosinus V 0,76 eingetragen. Hier nochmal eine Aufstellung der eingegebenen Motordaten. Anschließend wird der rechte Button Kotierung betätigt. Nun leuchtet rechts unten die grüne Anzeige Betrieb. Unter dem Tab Gerät wird der Punkt Motoridentifikation betätigt. Hier klicken wir uns durch, bis die Motoridentifikation startet. Dieser Vorgang dauert ca. eine halbe Minute. Hiernach hat der Frequenzumrichter alle Daten des Elektromotors ermittelt. Als nächstes benötigt der AFU die individuellen Angaben zur Ansteuerung. Hierfür werden 5 Einstellungen vorgenommen. Wir betätigen in der oberen Menüleiste den Tab Programme und wählen Basisparameter. Hier geben wir als erstes die Maximalfrequenz von 75 Hz ein. Dann gehen wir zum zweiten Punkt, Sollwertquelle. Hier sollte bereits die Option internes Poti eingestellt sein. Als nächstes folgt der Punkt SW-Freigabe. Hier wählen wir unter Punkt 13 Folientastatur aus. Weiter geht es zur Einstellung Drehrichtung. Ausgewählt wird hier der Punkt 12. Abschließend geht es zur Quittierfunktion. Hier wird unter Punkt 5 Folientastatur eingegeben. Hier nochmal eine Auflistung der eingegebenen Parameter. Um die Funktion zu kontrollieren, wird auf der Folientastatur Start betätigt und eine gewünschte Frequenz gewählt. Auf der Startseite der Software werden nun die Ist-Werte des Antriebes dargestellt. Zum Schluss drücken wir noch einmal auf Stopp, anschließend auf Linkslauf und dann wieder auf Start. Die gewünschten Funktionen funktionieren einwandfrei. Sollte es beim Einstellen Schwierigkeiten geben, können Sie den AFU jederzeit unter Gerät und Werkseinstellungen einfach zurücksetzen.